Wobei man das ja doch immer so, so ein bisschen beeinflussen kann, aber so, so ganz auch nicht. To care for yourself, you decide to move into a facility. Okay. Und es geht weiter nach oben, oder? Klar. Mercian. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Okay. Oh, ein Hirsch. Kann ich in Deckung gehen und ihn erjagen? Und da rennt er weg. Jump, jump. Und Raudi zockt. Schaut auch mit zu. Hi, grüß dich. Varrox, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hi. Und Lextra schaut auch mit zu. Hi. Heute früher, ja, tatsächlich früher, weil ja gerade Release, um 20 Uhr Release war von Firewatch, was ich jetzt gerade starte. Und man befindet sich quasi gerade in der Vergangenheitskreierung sozusagen. Man entscheidet ein wenig oder man entscheidet... Ja, doch ein wenig über die Vergangenheit der Person, die man jetzt gleich spielt. Enter the Lookout Tower. Okay. Ja, wir fliehen ein bisschen in die Wildnis Wyomings. Wir fliehen ein bisschen vor unserer Vergangenheit, die wir uns gerade jetzt hier so ein bisschen zusammengebaut haben. Und gehen in so einen Aussichtsturm. Das wird hier unsere Base sozusagen. Das ist unser Job. Okay, sehr gut. Da hinten ist der Locus. Das ist der Job, den wir angenommen haben, um ein bisschen... Der Generator, er läuft. Sehr gut. Um ein bisschen aus unserer Vergangenheit... oh, was ist das denn? Und um aus unserer Vergangenheit zu fliehen, sozusagen. Oder davor zu fliehen. Perfekt. Ein alter Baseball. Ein Baseball. Okay, lassen wir ihn erstmal nochmal da drin. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes... In den Lookout, in den Turm. Und looken ein bisschen out. So. Ist wieder ein bisschen leise heute, okay. So, machen wir das mal so. Aber ich glaube, deutlich lauter werde ich mich, glaube ich, gar nicht machen. Ach, guck mal, hier haben wir schon mal die Gasversorgung. Ei, ei, ei.
cool. Dass er da, wenn man runtergeht, macht er das jedes Mal? Nee. Okay. Alles klar. Ich würde sagen, das ist unser Zuhause. Ah, ich wollte schon sagen, ich wollte schon meckern. Wo ist das Bett? Hier ist es. Das Bett ist da. The Singular Mind. Okay, ich stell's wieder rein. Da, was haben wir da? Map Table. Ah. Oh, das ist ja cool. Das sieht ja cool aus. Genau vermessen, aber irgendwie ist das so dunkel hier. Gibt es nicht eine Möglichkeit da? Desk Lamp Use. Fehlt mir noch Strom? Schaut alles ziemlich gezeichnet aus, Varrox. Du machst mich verrückt. Es ist alles komplett im Comic-Style, ja. Okay. Keiner da? Keiner da. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen Feuer machen. Stove. Kochbuch, sehr gut. Ah, warte mal. Generator. Okay. Ah, und wir haben Strom. Hello? Muss ich, was drücke ich? Hello? Okay. It's Henry, right? Yeah. Okay, wir sind Henry. Yeah, that's what the guy said on the phone. Wie hieß sie, Delilah? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Das heißt also, wir können jetzt. Ugh, fine. But I'm gonna take a second here and have a guess about you. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. So, okay, also jetzt startet es tatsächlich erst. Das ist unsere Chefin gerade am Mikro gewesen, mit der wir... Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway.
Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Okay. Mit der wir eigentlich immer wieder schnacken können. Wir müssen es aber auch nicht. Wir können. Hold the left shift, sorry. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. 6:45. Now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it, do you see it? Yes. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? What? Are those fucking fireworks? Ich sehe nix. I need you to confirm. Do you see them? Kompass. Wo denn? Seriously, are you seeing this? No. Ich sehe gar nix. Doch da. Rauchwolken. That's not legal, right? Feuerwerk. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Okay. Feuerwerk, Alter. Oder was? Do you think you can handle that? Klar. Sorry, it's not in the job description. Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Okay. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for... all of them. Firework TV. Scheiße, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, in welche Richtung. War das da? Zumindest höre ich da was. Bin ich denn gerade? Da bin ich. Ich glaube, ich war in der Richtung. Sehe ich da überhaupt noch was? I'm near my tower at the closed trail. Where's that rope supposed to be? Down the trail that leads west of your tower, so just a teensy bit south and west of you. Wo ist denn? Ich sehe es gar nicht. Kann das sein, dass ich die falsche Richtung... Meinst du? Ich sehe es aber auch gerade nicht. Mm-hmm.